So, Pink hat nämlich hier unten noch gar nichts. So, Level Emitter, Fluid. Und zwar für Steam. Da möchte ich jetzt nämlich gerne... So, emit when a level are above or equal. Genau. So. Dann sollte das jetzt auch gehen. Dass er theoretisch... Du bekommst noch Wasser. Achso, ich habe hier noch nicht Low-Signal eingestellt. Ja, und er verbraucht langsam Wasser. Ja, dann kannst du ihn benutzen, wenn ich den habe. So, Oil Sand wird auch nur Öl. Das heißt, grün. 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, also es ist ein bisschen stupide Arbeit, was ich jetzt hier gerade mache und ein bisschen blöde Arbeit. Aber gut, ich wollte alles bei Greg Block zeigen. Das war sowieso anfangs so der Grundgedanke. Plus, ich finde, das, was ich hier mache, ist auch mit eine wichtige Arbeit. Also das sind halt alles Überlegungen, wie kriegt man den Kram hier möglichst effizient hin, ohne dass er sich sozusagen kaputt macht. Nenne ich es jetzt einfach mal. So, jetzt ist nur die Frage, kommt tatsächlich dann nur Steam raus? Steam... Cracked Heavy Fuel... Light Fuel... Naphtha... Und Refinery Gas. Ich glaube, das ist nämlich der hier hinten, oder? Genau, so. Das heißt, mal eben die Öffnen nutzen, um Chroniker zu schmerzen. Also wenn Erz zu langsam ist. Ja, kein Ding. Nur halt immer wieder reinpacken, damit sich die Rezepte nicht aufhängen. Aber ich glaube, das muss ich dir nicht sagen. So, das heißt, die Dinger sind alle einzeln. Was ist hier? Das ist, glaube ich, Refinery Gas, oder? Sulfuric und Hydrogen, das müsste das Rezept hier sein, genau. Okay, dann. Hier ist nämlich wieder der Fall. Hydrogen, nö, wenn du durchgelaufen sind die Öfen frei. Okay, gut. So, Silicon Dioxide, nein, darf. Öl habe ich. Dann 55 Millionen davon. Hier überlege ich mir noch, wie ich das mache. 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hier müssen auch wieder 55. So. Aber jetzt vielleicht auch mal in Richtung an YouTube. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare rein, ob ob ich dieses hier irgendwie in Vorbereitungsfolgen oder sowas machen soll, weil ich will es definitiv zeigen, weil ich weiß, es gibt ein paar Leute, die gucken das gerne an und wie gesagt, das war ja damals, ich sag mal, der Ursprungsgedanke. Ja, also wie steht ihr dazu? Soll ich das weiterhin so ein bisschen zeigen oder eher nicht? So, was sind die Öffnen mit den vielen Hoppern? Was? Was willst du mit Öfen mit vielen Hoppern? So, das war Hydrogensulfide. Und das ist nämlich genau das, was ich glaube, ich hier produziere. Wieso steht denn da immer... Öffnen statt Ofen. Hä, wo das denn? Hä? Öffnen statt Ofen? Was meinst du damit? So. Liest du den Chat nicht richtig? Öffnen.
Ach so, okay. Nehmen die öffnen nutzen. Ja, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst. Du bist ja anstrengend. Ist ja schlimm, sowas. So. Aber ich habe bei dir mittlerweile gelernt, nur jedes zweite Wort zu lesen. Hust. Gut. Nein, aber hier könnte man jetzt theoretisch das Gleiche machen, weil Hydrogensulfide produzieren wir hauptsächlich. Das heißt, das Refinery-Gas, was wir haben wollen, könnten wir eigentlich hochschrauben. Aber das Problem ist, wenn ich dann jetzt so bei den Flüssigkeiten anfange, muss ich halt immer gucken, produzieren wir es schon hauptsächlich oder produzieren wir es noch nicht hauptsächlich? Das heißt, genau, hier bei dem hellblauen müssten wir dann auch überlegen, ob wir das Salzwasser auf 55 Millionen hochschrauben. Ich glaube aber, das lasse ich tatsächlich weg. Sondern da, wo wir wirklich nur das Einzelprodukt haben, da ist es dann mehr. Und ansonsten wird gegebenenfalls halt ein bisschen was weggeschmissen, sage ich jetzt mal. Aber es wird ja so oder so, wenn wir jetzt ein Produkt A haben, das nur nebenbei bei irgendwas anderem mitproduziert wird, dann müssen wir so oder so eins bestimmen, wo quasi das andere Produkt oder die anderen Produkte, die mitproduziert werden, weggeschmissen werden. Ja, nee, wir lassen das so. Gut. Dann haben wir das Sulfuric. Sulfuric. So, weil das ergibt nämlich auch Hydrogensulfide und Heavy Fuel. Aber da können wir es leider auch nicht anpassen. Ja, da das Ding sozusagen hier mitläuft immer. So, was? Ja gut, da produzieren wir sowieso zigtausend Sachen. Was produzieren wir hier? Salzwasser im Elektrolyzer. Chlorin, Hydrogen und Sodiumhydroxid können wir auch nicht anpassen, weil wir auch da jeweils die zwei Produkte haben. Dann auch zwei Produkte, Aluminium und Rutile. Gut, Rutile ist mehr, Aluminium definitiv. So, das heißt, das sollte auch passen. Bei Rock Salt haben wir pur Chlorin. Das heißt, da könnten wir es tatsächlich machen, wenn ich nicht runtergefallen wäre. So. Hier. Dann werden wir jetzt nämlich hier 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich habe ernsthaft Chlorin voll? Das kann. Das glaube ich nicht. Tatsächlich. Chlorin ist voll. Ich bin gerade geschockt, also für die, die halt nicht regelmäßig die ganzen Videos gucken. Chlorin ist normalerweise das Mangel schlechthin sozusagen. So, Clay Dust gibt noch Wasser. Ja, das kann man auch noch hochschrauben. Ja, doch, per Definition muss ich es hochschrauben. So. 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So wie in AE2 immer Quarzglas fehlt. Stimmt. Entweder das oder die Prozessoren. Eins von beiden fehlt immer, das stimmt. So, Chlorin und Propen. So, das heißt, da ist wieder eine Sache, wo Propen fehlt. Propen und Chlorine. Habe ich das nicht da drüben schon? Warte mal. So, zu wenig Rock Salt. Ja, gut, aktuell. Ja, doch. Also Rock Salt ist weniger, aber da muss man zu sagen,
Das liegt an dem Potassium. Und Potassium wird halt stückweise mehr. So, ja, das Auto-Setup, was du in AE2 machen musst, um Prozess zu bekommen, wenn du keinen AE2-Stuff hast, ist echt painful und auch painfully slow. Ich bin gerade am Überlegen. Du hast doch den Inscriber. Oder nicht? Also das sind den ganz normalen, man hat ja den ganz normalen Inscriber, der von gewissen Seiten das Redstone, von der anderen Seite das Silicon reinbekommt und von einer bestimmten Seite muss man rauspumpen, oder nicht? Ich weiß das gerade ehrlich gesagt gar nicht. Haben wir einen Inscriber hier? Nee, haben wir hier nicht. Der wurde deaktiviert. Bin mir gerade ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Aber gut, okay, so. Wir hatten hier dieses Allylchlorid. Aus. Ach nee, das benutzen wir hier. So rum war es, genau. Das heißt, Epichlorik irgendwas wird demnächst irgendwann voll. Dann läuft auch das Allylchlorid voll. Heißt, dann läuft auch hier das irgendwann voll und Propen bekommen wir wieder mehr. So, hier ist Wasser und Chlorin. Chlorin. Im Reaktor. Da. Mit AE2 ist halt wesentlich angenehmer und auch schneller. Ja, also definitiv. AE2-Stuff ist ein echt super Mod. Also tatsächlich, ich verstehe auch nicht, also wenn es ein Hardcore-Pack ist oder sowas, muss ich sagen, dann kann ich es verstehen, aber wenn es ein normales Pack ist, wobei selbst beim Hardcore-Pack verstehe ich nicht, warum nicht AE2-Stuff und Extra-Cells drauf ist. Also das sind für mich eigentlich schon Sachen, die gehören in Vanilla, also in Basis AE2 eigentlich mit rein. So, ich lese gleich deine Nachricht, Ecto. Elite, nicht Ecto. So. Und das war doch auch Hypochlorus irgendwas. Genau, okay. Das heißt, das läuft theoretisch auch. Das ist schon vollgelaufen. Okay, das ist doppelt nett. So, was ist hier? Phenol und Acetone. Phenol. Ah ja, ich wollte mal nachlesen. Brauche Saft, kannst du so eine Stromreihe hier bauen? Kann ich gleich machen, ja. So. Genau, das Phenol und Aceton ist. Ah, gut, okay, gucke ich mir gleich an. Mache ich erstmal schnell die Stromreihe und vielleicht erstmal das im E-System wieder fertig. Ich liebe ja AE2 so, aber ist ein bisschen painful ohne AE2 Stuff. Musste das letztens in 1.16.5 machen. Ja gut, ich habe 1.16.5 noch gar keine Mods gespielt. Sie wünschen? Wie lange willst du machen, damit ich weiß, wann wir anfangen wollen? Also bis 21 Uhr Minimum. Ich rechne damit, dass du AE20 ausmachst. Ich mache schon mal das Essen, weil ich kann mich dann darauf nicht einstellen. Sonst. Wie lange braucht das im Ofen? Wenn ich jetzt alles mache, 30 bis 80 Minuten. 30 bis 80? Ja, ich habe kein Backpapier. Also entweder kriege ich es hin, ohne Backpapier zu machen, oder ich muss alles einzeln reinigen. Hä? Ist egal. Eine halbe Stunde bis zur Stunde. Okay, das ist schon eher. Ja, dann fang um... Ich fang jetzt an. Ja, okay, gut. Nee, es geht darum, wir wollen so Hähnchenschenkel und diese... Ja, abgepackten Nuggets oder was das da ist, machen. Also einfach nur auf dem Blech, sozusagen. So, wie kann ich dir jetzt hier Strom geben, effizient? Gefühlt gar nicht. So. Aber wie man auf die Zeiteinteilung kommt, weiß ich auch nicht. Also 30 Minuten bis anderthalb Stunden, okay, aber... Naja. Nee, es geht nicht darum, dass es nicht anbacken soll. Es geht darum, dass es weniger Dreck macht. So.
Darum geht's. Mal kurz hier ein paar Fackeln verteilen. Aber ich misch mich beim Kochen nicht ein. Ich kann zwar kochen und alles, ja, aber ich kann nicht gut kochen. Und deswegen kocht halt meine Freundin. So. Dann brauchst du einmal einen Tunnel da drauf. Ich habe nicht vollständig das gemacht, nur so nebenbei. So. Dann so. Und Peil, ich gehe mal davon aus, HV reicht locker aus. Da. So, du hast hier Strom. Kannst dir die Piles selber verteilen. Ich weiß nicht, was für einen Strom die brauchen. Ach so, ja gut, dann nehmen einfach Advanced Piles und ja, kann ich sonst auch eben schnell machen. So. Gut, das war für jetzt vielleicht selten dämlich, aber nein. Und ja, es ging, glaube ich, auch tausendfach einfacher, aber so, du hast Strom. Gut, ja. Die ganzen Maschinen darf ich demnächst auch nochmal machen. Hust, Schleichwerbung. Nebenbei läuft ein anderes Minecraft-Projekt als Aufnahmeprojekt. Hust, Hust. So. Stimmt. Die Iridium-Gedöns, da. Darauf habe ich gewartet. Ich muss unbedingt die Coils mal automatisieren. Also darfst du doch an denen. Ich gehe da einfach ran. Zack. Und theoretisch läuft Iridium. Jetzt ist nur die Frage, wie lange braucht Iridium? Du willst mich verarschen, oder? 522 Sekunden? Ach du Schande. Ja. So, dann würde ich aber gerne von denen mal 300 Stück anfordern, weil ich da nämlich was von brauche. Gut. Dann weiter geht's. Nämlich Phenol und Acetone. Da bin ich stehen geblieben. Phenol brauche ich für Bisphenol A. Und Acetone auch. Ich spiele gerade zur Abwechslung mal ein 1.16 Magie-Pack. Also ein pur Magie-Pack ist nichts für mich. Nicht mal ansatzweise. So, aber das Bisphenol mache ich zu Epoxy-Resin. Und das Epoxy-Resin war jetzt voll. Warum auch mal das so komisch geblenkt hat. Ich spiele hauptsächlich Botania. Botania ist echt ein schöner Mod. Also da freue ich mich tatsächlich auch drauf bei dem Modpack, was wir jetzt spielen. So, aber eigentlich sollte denn jetzt ja bis Phenol. Phenol? Ah, bis Phenol A ist theoretisch voll. So. Aceton, genau. Hier, das ist theoretisch. Ach so, ah. Okay, das ist also schon vollgelaufen. Hier kommen aber auch leider zwei Sachen raus. Habt ihr die Add-on-Mod in Botania drin? Also das ist eine 1.16 Modpack. Nein, das Pack ist Elite, korrigier mich, aber ich glaube 1.12. Ist ein bisschen älteres Modpack, ein Hardcore-Pack ist das wieder. Also da wurde ich glaube, Elite, du hast das sogar vorgeschlagen, oder?